Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem PW Review Kanal. Wir haben mal wieder ein Zuschauerpaket bekommen. Aber nur eins. Das ist zweigeteilt. Das wurde uns persönlich übergeben. Daher ist das hier schon so offen. Mal ein bisschen reingelunzt, so oben, was so oben drauf liegt. Ja, außer das hier, da wissen wir noch nicht, was drin ist. Aber da haben wir überhaupt keinen Plan von. Also, wir sehen jetzt, was oben drauf liegt. Wir haben natürlich noch nicht drin rumgewühlt. Und dann lade ich euch herzlich ein, das mit uns auszupacken. Philipp. Der Mann hat ein Messer. Ich hoffe, dass ein Nintendo drin. Ich habe nie Nintendo drin. Ich hoffe, das ist das Pony, was ich mir gewünscht habe. In Teilen. Im Bausatz. So. Oh Gott. Ich stehe mal auf dazu. Das ist jetzt ja blöd. So, nur aber. Was haben wir hier? Ich fange mal an. Wir. Und zwar ist das hier ein Schlupfhemd. Ja. Und zwar in einem komischen Tarn. Es ist Sumpftarn. Blizzardtarn oder wie er eigentlich heißt, Buntfarbendruck 31. Ist ja eben markant durch diese Spitzenform. Und das hier ist mit runden Form, aber mit der Farbe des Splittertarns. Hat also, sowas gegeben? Es hat es gegeben. Ich meine, dass es. Weil es ist halt auch ganz schön gestempelt. Es ist halt mit RB-Nummer gestempelt und Größe 2. Also es ist sehr gut verarbeitet. Allerdings kann ich das auch nur schwer einschätzen. Ich kann jetzt nur von dem vergleichen, von den Schlupfhemden, die wir vom Panther Store haben. Ich dachte halt auf den ersten Blick einfach von der Farbe, dass das dieses Standard-Zip Zip Rest in Peace ist. Wir recherchieren das, glaubt dann einfach nochmal nach. Bevor wir uns so dumm und dämlich sabbeln. Das ist also ein Russenschiffchen. Sowjetschiffchen. Ein Sowjetschiffchen. Denn die Rote Armee bestand nicht nur aus Russen, sondern auch aus Ukrainern. Ja. Und dann bleibt man gleich beim Thema. Hier ist noch der Stern drauf. Das ist auch ein sowjetischer Helm. Mhm. Wahrscheinlich ein Original, ne? Ja. Haben die unterschiedliche Größen? Die haben drei Größen. 1, 2 und 3. Und das ist eine 3, also für so Wasserköpfe. Das ist ab Größe 60. Okay. Also du kannst ja mal aufsetzen, dann passt ja zweimal rein wahrscheinlich. SSH40. Schick. Absolut modisch, zeitgenössisch. Absolut schön, kleidsam. Sehr schön. Auf jeden Fall sehr gut. Das sind immer wichtige Requisiten. 1949. Ah ja. 48. Also Nachkrieg. Ja, aber die wurden ja bis 1968, bis sie vom SSH 68 abgelöst wurden. Ja, aber trotzdem nicht uninteressant. Oh, hier ist ein Brief. Gut, dass wir die immer als letztes finden. Sehr geschätztes PLW-Team, anbei ein paar Sachen, die ich euch spenden möchte. Ich hoffe, ihr könnt die Sachen gebrauchen. Die Fahne hat die richtige Anzahl an Sternen. Der US-Armee muss die richtige Applikation bringen. Bitte an die Taschen der Jacke beachten. Ich freue mich auf weitere Folgen von VSTG. Gruß Gordon. Na, dann haben wir sehr gute Nachrichten, denn der Dreh von VSTG Folge steht 11 an. Steht an. Die Vorbereitungen laufen, wir sind unglaublich viel damit beschäftigt, gerade aktuell die ganzen Komparsen zu koordinieren und zu organisieren. Ja, also ich kann euch jetzt schon mal sagen, für eine Szene haben wir an die 40 Komparsen am Set. Ja. Plus Schauspieler, also das wird, glaube ich, der größte Dreh, den wir bis jetzt haben. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie das abläuft. Ich habe hier einen Helm. Es ist schwierig zu sagen. Ja, ich weiß es. Das dachte ich mir, dass du das weißt. Dann red dich erstmal um Kopf und Kragen. Da steht was drin, vielleicht gibt das ja Aufschluss. Hier steht nämlich Hans Straußscheid, Kau, Hettelschloss bei Linz, RH. Linz in Österreich. Dann ist es vermutlich kein Wehrmachtshelm. Ach komm, das sieht aus wie... Ich hätte jetzt behauptet, das ist ein Feuerwehr- oder Luftschutzhelm. Aber ich weiß es wirklich nicht. Also, wie hier schon sehen. Ist weiße Farbe drunter, ne? Ist weiße Farbe drunter. Und markant ist auch, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht auf dem Video, aber diese Wulst hier einmal rum. Ja. Ansonsten ist er von der Form her ein M42, aber... Wie du vielleicht merkst, ist halt nicht aus Stahl. Ist halt nicht aus Stahl, sondern aus Aluminium. Mhm. Wie er eben bei der Feuerwehr getragen wurde. Das ist ein Feuerwehrhelm, ne? De facto. Ja. Oder Luftschutz. Der wurde auf jeden Fall überlackiert. Mit Rautan. Er hat auch die Nieten mitlackiert. Die waren original nicht von Rautan benetzt. Und es sind auch andere Helmnieten, als eigentlich reingehören. Dieses Innenfutter
Ist sehr ähnlich von den tschechischen Innenfuttern und hat hier eben keinen Metallring drumherum, sondern ist nur das Leder und wird auch nur mit Leder gehalten. Aber ich sag mal so. Entweder wir bauen ihn um zum Feuerwehrhelm, weil auch das könnte Verwendung finden. Feuerlöschpolizei, Feuerschutzpolizei, ja. Genau, ja. Dann schauen wir da mal. Dann bin ich jetzt dran. Du bist dran, ja. Dann nehme ich mal das hier raus. Das ist nämlich groß. Und groß ist gut. Hier haben wir einen Denix Kar 98K. Wofür steht denn das Kar? Das Kar steht für Karabiner und das K steht für kurz. Aha. Eventuell kommt in Zukunft auch bald noch ein Video über die Evolution der Karabiner. Mhm. Müssen wir mal schauen. Uns fehlen noch 1-2 Modelle, aber dann geht das richtig los. Ja, tatsächlich ist das hier die Denix-Variante. Also da passiert halt nichts. Da ist... War nie eine Waffe, ist nicht schussfähig, ist absolut unbedenklich vom Gesetz. Super für uns als Filmproduktion. Interessant auch, dass sie hier gestempelt sind, das kenne ich nicht von Denix. Hat man vielleicht nachträglich gemacht, ne? Ja, also mit Jahreszahl und Waffenamtsstempel. Ja. Und Berimo direkt dabei, allerdings fehlt der Stock. Ja, es gibt so, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gibt 1-2 Verkäufer, die die Denix-Waffen quasi ein bisschen... Schick machen. Updaten und ein bisschen tunen, dass sie näher ans Original rankommen. Die sind dann teilweise ein bisschen mit gestempelt. Hier ist auch ein Stempel drauf, eine 1. Und das ist auf jeden Fall nicht dieser typische Denix-Lack, sondern das sieht... Nach, der ist neu brüniert. Ja, nach brüniert sieht das oder aus. Oder gebläut, je nachdem, wie man das nennen möchte. Sehr schön. Super, super cool. Denix ist jetzt gerade so die einzige Alternative, sage ich mal so. Aktuell ja. Leider. Noch, wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Vielleicht kommt da noch was. Dann sei mal du dran. Soll ich mal dran sein? Ja. So, das hier ist auf jeden Fall eine russische Gasmaskentasche. Sowjetisch. Entschuldigung. Eine sowjetische Gasmaskentasche mit einem Filter. Ist auch der Schlauch dabei? Soweit bin ich ja noch gar nicht. Ui. Oha, das ist eine NVA. Nanu? Ersatzscheiben. Ah! Nee, alles doch. Doch, das sind Ersatzscheiben, ja. Glasscheiben. Aber das ist doch eine NVA-Maske, oder was? Die NVA hatte die auch, ja. Ja. Aber 83 gestempelt. Welche Größe ist das? Die kenne ich nämlich noch, weil als ich damals im Osten auf dem Dorf aufgewachsen bin, da haben sie die nämlich bei uns auf der Mülldeponie massenhaft entsorgt. Also lagen bestimmt ganze Fässer mit diesen Gasmasken voll. Allerdings nicht mehr in so einem tollen Zustand. Die waren dann eher brüchig. Und haben die ist eben neu. Der Filter ist auch neu. Und der ist auch von 84. Ja, aber ist die Tasche dann auch von 84 oder kann man die für eine Zweite Weltkriegsdarstellung benutzen? Nein, die kannst du nicht für eine Zweite Weltkriegsdarstellung benutzen. Okay. Die sieht ungefähr ganz anders aus. Ja. Bei den Sowjets weiß man nie, also die haben ja relativ lange ihre Patente da benutzt. Never change a not running system. Ich meine, heute sind sie ja immer noch mit den Helmen unterwegs. Nur sie ihn ja gar nicht. Ja, macht halt Löcher. Macht Löcher, tut weh. Ist auf jeden Fall trotzdem eine feine Sache. Ja. Nee, ich schnapp mir schon mal hier das nächste. Ja. Und zwar haben wir hier den passenden Koppelriemen. Auch sowjetisch, hier mit dem Stern. Allerdings abgetarnt, oliv. Vor allem finde ich das faszinierend. Es sieht erstmal aus wie Leder. Es ist aber tatsächlich so ein gummierter Leinstoff. So von vorne so und von hinten sieht man, dass es... Gewebe ist mit Gummi überzogen. Wir hatten dann nichts. Gestempelt ist das Ding. Nicht. Nicht. Also nichts, was ich entziffern könnte als Mitteleuropäer. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr diesen Riemen hier einordnen könnt. Es geht weiter. Wir sind noch lange nicht am Ende. Nee. Und zwar haben wir hier. Eine Pfeife. Ist für mich tatsächlich sehr interessant. Zwei Sachen. Weil ich suche schon länger eine Pfeife, eine zeitgenössische Pfeife, da ich ja Raucher bin. Und eine Pfeife? Außerdem kann ich das sehr gut benutzen. Und hier haben wir noch... Eine Prille. Ja, das haben wir noch mehr drin. Boah, die ist von einem Maulwurf. Ah, und hier haben wir noch eine Prille. Das wird ja, oh Gott, würde Willi von Olak Entertainments, der würde jetzt wahrscheinlich frohlocken. Ja. Ach Gott, ich nehme mal die ab, weil die ist ja viel geiler. Also ich habe, glaube ich, eine Kinderbrille auf.
Lehrer Lempel. Die ist gar nicht so schlecht eigentlich. Also ich sehe gar nicht. Ich finde auch gut, dass das eine Auge einfach überhaupt von der Brille bedeckt ist. Ja, aber man muss sagen, also wenn das jetzt nur ansatzweise meine Stärke wäre, also ich kann bis hierhin sehen und ab hier nicht mehr. Das reicht dann aber auch. Das reicht dann auch, ne? Also für Nahkampf ist die perfekt. Ich bin so ein bisschen verbogen hier. Also diese Brillen, die jetzt einfach schon durch die Dicke, die sind einfach mal einen Zentimeter dick. Ja, da kann also, man sich ungefähr also die Stärke es vorstellen. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Stärke. Das sieht aus wie immer. Adam hat sich was an dir verändert. Sei es drum, so eine Brillen sind halt einfach mega geil, vor allem, weil sie einigermaßen zeitgenössisch der 1930er, 40er Jahre, da hat man sowas so grob, glaube, getragen. Wenn ihr was über Brillen, zeitgenössische Brillen wissen wollt, dann haben wir hier das Video von Willi verlinkt. Da erklärt er das mal alles. Gut. Es zählt jetzt trotzdem nur als eins. Okay. Du bist dran. Ah, hier haben wir die angesprochene Flagge, das Star Spangled Banner. Oh, say can you see? Tatsächlich aus einem super geilen Leinstoffmaterial, also eine super hochwertige Flagge. Und da unter Umständen die US-Streitkräfte auch in der nächsten VSDG-Folge eine Rolle spielen könnten. Könnten. Also im Hürtgenwald könnten tatsächlich. Ich habe gehört, da waren welche. Das ist eine ganze Ecke von Amerika weg. Das ist weit weg von zu Hause. Auf jeden Fall, die finde ich halt super cool, weil sie qualitativ halt die ist der Hammer ist. Ja, also auch jeder einzelne Stern ist hier gestickt. Auf beiden Seiten, wohlgemerkt. Also hier wird nicht gespart. Ist die auch gestempelt vielleicht irgendwo? Ja, das glaube ich nicht. Ist sie. Oder was? Weißt du, von wo die ist? Nee. 100% Baumwolle. Sturm Handels GmbH. Nein, die ist doch von Sturm. Die ist von Miltec. Also, gut, aber man muss halt dazu sagen, dass Miltec früher richtig geilen Scheiß gemacht hat. Ja. Die haben, also soweit ich das gehört habe, hat die Qualität da wohl erst später abgenommen. Also wir wollen jetzt hier natürlich keine Firma schlecht reden, das steht uns nicht zu. Ich denke auch nicht, dass man da so pauschal über eine Firma reden kann, weil auch viel gar nicht von denen selber hergestellt wird, sondern nur importiert. Gut, dann mache ich weiter. Ohohoho. Das ist ein M1 Stahlhelm. Fällt dir der Helm auseinander? Ach so, also es hat einen Kunststoff-Innenhelm. Liner. Ein Liner aus Kunststoff, also nicht aus diesem Pressbakelit, was die US-Truppen im Zweiten Weltkrieg hatten. Ist das ein Miltec-Ding? Oder? Das weiß ich nicht. Das sind so diese typischen Nachbau-Shells. Der Riemen... Ist auch von Miltec. Sturm. Erzähl du mir erstmal zum Riemen. Achso, nee, sorry, nicht der Riemen. Quatsch, die Glocke ist halt baugleich mit den US-Stahlhelmen, wie sie im Zweiten Weltkrieg verwendet wurden. Das Einzige, was hier fehlt, ist hier hinten diese leichte Rundung. Also sieht das... Ist das ein... Ist das... Ja, das ist auch ein ausländisches Patent. Das erkennt man auch daran, dass hier quasi diese Aufnahme andersrum gefaltet ist. Ja. Also bei den amerikanischen Helmen... War quasi diese Lippe nach innen. Genau. Und bei fast allen Nachbauten, der M1 Stahlhelm ist ja einfach sehr, sehr oft... in Lizenz oder teilweise auch raubkopiert nachgebaut worden. Ja. Also wirklich lange in vielen Ländern. Dänemark hatte den, Schweden hatte den, Belgien hatte den, Norwegen hatte den. Also der wurde, Deutschland, Bundeswehr, die frühe Bundeswehr hatte den, Österreicher. Also der wurde wirklich von unglaublich vielen Ländern verwendet. Auch hier, wer das nicht kennt, mit dem Innenhelm aus Kunststoff und dem Außenhelm ist natürlich... super interessant, weil man den Außenhelm eben auch für andere Sachen benutzen kann, wie zum Beispiel Kochen, Schrauben offiziell nicht. Obwohl davon abgeraten wurde, darin zu kochen. Alles, was Soldaten machen, wird erstmal verboten. Richtig. So. Der Helm ist zum auf den Kopf setzen, alles andere nicht. Aber auch für unsere Zwecke, für filmische Zwecke, ein Top M1 Top. Stahlhelm. Übrigens, interessanterweise, dieses Futter vom M1 Stahlhelm basiert auf einem Baseballhelm. Also da haben die Amis einfach einen Baseballhelm genommen, das ist die Funktionsweise. Ja gut, aber was ja naheliegend. Ich meine, die kriegen schwere Sachen an den Kopf. Ne? Ja, und dann haben sie das einfach. Ja. Du bist dran. Ist sogar einstellbar. Ich nehme mal das hier, was mir einfach vor der Nase liegt. Und zwar haben wir hier eine Offiziersbluse der Wehrmacht. Schon effektiert komplett.
mit Infanterie, Kragenspiegeln und dem Dienstgrad eines Leutnants in der Feldausführung und schon mit geraden Taschen, also spät. Hey, das ist eine schwedische Jacke. Na, umgearbeitet. Ach so, das ist eine umgearbeitete schwedische Jacke zu einer Wehrmachtsleutnantsbluse. Ich hatte mich nämlich schon gewundert. Hier steht's auch. Ach ja, klar, wir haben es eben früher, eine Stunde lang angeguckt. Ja. Früher wurde es häufig gemacht, dass vor allem in den Anfangsjahren des Reenactments des Zweiten Weltkriegs wurden sehr, sehr oft schwedische Jacken genommen, wie diese hier, und dann hochaufwendig umgearbeitet, damit sie Wehrmachtsjacken darstellen. Vor allem Offiziersjacken. Man sieht, der Schnitt passt nicht hundertprozentig. Also sowas hier siehst du an der Wehrmachtsbluse nicht. Ja, ja. Aber es gab damals einfach auch noch keine Reproduktion. Heute sind diese schwedischen Jacken wieder extrem gesucht, weil sie natürlich lange Zeit eben für sowas herhalten mussten. Wie gesagt, für Reenactment reicht das vollkommen aus. Bei Filmen muss man natürlich darauf achten, ob man sowas benutzen möchte oder nicht. Oder jedenfalls ist es auf jeden Fall eine gute Anfängerjacke. Wenn man jetzt gar nichts anderes hat oder keine Bezugsquellen hat, ist das auf jeden Fall was Feines. Aber auf jeden Fall handwerklich gut umgearbeitet. Da kann man nicht meckern. Ja. Dann lege ich die mal beiseite. Und dann bist du dran. Ja. Tja. Es ist nicht das drin, was draufsteht. Schade eigentlich. Ja. Und zwar haben wir hier noch einen Zweidong-Koppel. 80 cm. 80 cm, das wird eng. Ja. Aber auch geschleppt. Auch der hat wieder diese leicht gebeugte Form, woran man erkennt, dass der halt getragen wurde. Mhm. Wobei ich bei dem von der Machart her, also auch von diesem Lackleder und dieser glänzenden Zweidornschnalle, davon ausgehe, dass es halt wie gesagt NVA ist. Das ja, mit Schnallen kennst du auch. Das ist naheliegend. Wir haben richtigen Schnallen hier. Zeig mal. 80. Kriege ich den rum? Nein. Ja, mit Bauch einziehen vielleicht. Mit Bauch einziehen? Boah, nicht mal da. Im ersten Loch kriege ich den um. Na, und dann, Adam ist halt ein Dünner. Ich bin halt einfach schlank. Dafür Filme super als Offizierskoppel. Absolut. Oder halt eben für Offiziere, die einfach nur mal durchs Bild laufen, sind die ja auch schon gut. Dann haben wir hier eine M43 Offiziersmütze. Offiziersmütze erkennt man hier an dieser silbernen Paspellierung. Errol ist das nicht. Das sieht man schon am Schirm. Ist der zu kurz. Zu kurz und falsche Form. Aber hier bereits mit sehr schön aufgebrachten... Nennt man das nicht auch so Soutache? Oder ist die nur um die Kokarde? Das nennt man Brokat. Ah ja. Brokatkordel. Größe. Hier ist das normale Sturmetikett, wurde rausgetrennt. Mhm. Das scheint aber eher deine Größe zu sein. Ist eher meine Größe? Es ist eher eine kleine Größe. Ja, mit Mütze drunter. Schick. Träumchen. Träumchen. Ja, wie man sie eben... Allerdings stehen mir diese Mützen ohne Bart so überhaupt nicht. Ich bin eher so die Schiffchenfraktion. Hier sieht man auch direkt diesen viel zu dicken Schirm. Mhm. Es ist halt Sturm. Es ist in Ordnung, aber... Ja. Kann man machen. Kann man mal machen. Wie gesagt, sehr zu empfehlen. Bei Mützen ist immer Errol oder Lupstein, wie sie manchmal... Die leider immer noch keinen eigenen Shop haben. Ja, die verkaufen leider nicht direkt. Aber die haben damals Mützen hergestellt und stellen die heute auch her und sind dementsprechend sehr gut. Ja, ich bin dran. Du bist dran. Ja. Dann hast du da die... Nö, jetzt will ich die. Das sind Offiziersstiefel mit Ledersohle. Zwei Stück sogar. Zwei ganze Stück. Von der Größe her ist das schwierig zu sagen. 45 steht hier. 45683017. Das ist doch keine 45. Doch. Ja, aber dann sind sie aber eingelaufen, du. Passt der mir? Das will ich jetzt wissen. Jetzt sieht der sich ja aus. Ne, nur den Schuh. Weil mir fehlen ja noch Offiziersstiefel für Filmprojekte. Ach so. Deswegen mal gucken, ob ich da reinpasse, ne? So many boots. Aha. Na, wenn die mal nicht gut passen, du. Ui. Komm, die macht einen schlanken Fuß. Macht einen schmalen Fuß. Aber ich komme da jetzt nie wieder raus. Dann musst du sie wohl anbehalten. Dann wirst du darin jetzt beerdigt. Mach mal nach dem Review. Das sieht aber doch raus. Aber das ist ja witzig. Im letzten Unboxing-Paket oder vorletzten waren Offiziersstiefel mit drin, die mir passten, wie angegossen. Ja. Und jetzt? Die passen mir wirklich gut. Ja. Also, verrückt. Verrückt. Danke, Gordon. Danke, Gordon, für diese tollen Schuhe. Hier haben wir einen Stahlhelm. Repro. Ja.
Die typische Miltech-Repro mit diesen kleinen Fischaugen hier oben. Mhm. Trautan, Normandier-Anstrich, ja, und Tricolore, plus Hoheitsabzeichen. Und Adler. Ja. Ohne, also der war mal mit HK und wurde dann entnazifiziert. Ach so, der war mal mit? Ja. Der war mal mit und ist jetzt ohne. Ach. Ja. Also sehr schöner Rautan-Anstrich, muss ich sagen. Ist hier gut gelungen. Und hier das typische Nestorf-Innenfutter. Mhm. Mit dem typischen Nestorf-Riemen. Bisschen falsch rum angebracht, aber das passt schon. Wunderbar, was ist denn das für eine Größe? Das müsste eine Riesengröße sein. Das ist bestimmt so diese 68. Also 68er Glocke, das heißt, das also ist eine 60. Also nur mal zum Vergleich, ich habe eine 57. Das ist eine 60, mindestens. Also 60 oder 61. Ja, ja. Du bist dran. Ich bin dran. Was du? Haha. Haha. Gurte. Für das MG 34 oder 42. Oder MG3, je nach Kaliber. Das müsste man jetzt mal gucken. Na gut, aber bei dem Zustand, ich vermute, es ist MG3. Da ist ja gut, dass wir hier Deko-Munition rumliegen haben. Und zwar haben wir hier so wunderschöne Ladestreifen vom Karabiner 98K. Und die wenn die jetzt nicht da reinpassen, wenn sie zu groß sind dafür, dann ist es halt das NATO-Kaliber. Die sind zu groß, das NATO. Ja. Also dann ist es MG3. Ist aber auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm, sieht keiner. Aber man kriegt sie ja auch reingewirkt, sage ich mal. Ja, natürlich. Mit Gewalt ist vieles möglich. Und als letztes, noch nicht als letztes, als letztes ist ein zweigeteiltes Paket, haben wir hier eine Reichskriegsflagge. Ja. Aus sehen wir. Aus Repro. Sieht man auf diversen Kundgebungen häufig mal rumfliegen. Etwas zweckentfremdet. Ja, völlig zweckentfremdet. So, jetzt sitze ich hier mit einem Stiefel, aus dem ich nie wieder alleine rauskomme. Hier sind wir schon nach Krieg DDR. Und zwar ist das DDR-Luftwaffe, wie man an diesem Propellerchen und diesem Flügeln hier sieht. Und wahrscheinlich auch an der blauen Paspillierung. Daran auch. Und es ist eine 59. Das heißt, sie passt tatsächlich. Häufig ist ja bei diesen NVA-Mützen so, dass man entweder eine Schrumpfkopfgröße kriegt, das heißt 53, 54, sowas, also was dir fast passen könnte, oder so riesige Russenteller, also ja, so 63. Genau, weil hier ist noch die nächste Mütze, ich glaube, ist das Polizei? Das müsste Grenzschutz oder Polizei sein. Okay, also auch damit kenne ich mich leider nicht so gut ich aus, ich muss auch da sehr viel raten. Das ist jetzt eine 55, also ich habe eigentlich eine 57, daher müsste sie mir zu klein sein. Ich habe ja noch eine 54, die ist dir ganz sicher zu klein. Das Blöde ist, ich hatte die 54 schon mal auf und die passt mir besser als die 55. Schick. Ne? Ne? Mit dem Lederersatz-Leder-Imitat. Ja. Auch nicht schlecht. Hier ist ja wenigstens noch eine schöne Kordel dran. Mhm. Also allgemein auch ein sehr... Na gut, ist ja noch nicht so unendlich alt, aber schöner Erhaltungszustand. Jetzt haben wir hier Bilder. Guck mal, das sieht doch eher was nach deinem Metier aus. Genau. Hier haben wir einmal ein Bild von einem Leutnant. Entweder ist es später Erster Weltkrieg oder irgendwas in Richtung Reichswehr-Freikorps. Je nachdem kann ich jetzt so akut von dem einen Bild her nicht direkt ableiten. Mhm. Aber sowas in dem Dreh. Er trägt halt eben schon die spätere Leutnantsuniform mit dem Reseda-grünen Kragen. Das stellen wir einfach mal hier hin. So. Hier haben wir jetzt was sehr Interessantes, und zwar zwei Bilder eines Wehrmachtskavalleriesoldaten. Und zwar sind die datiert hinten 1941 im April. Hier sieht man auch den Kavallerie-Koppelschuh ohne Seitengewehr drin. Allerdings hat er dunkle Schulterklappen und einen dunklen Gefreitenwinkel. Was auf den Schulterklappen drauf ist, kann ich jetzt nicht so sagen. Das sieht aus wie so eine Schlaufe, also Anwärter. Und eben hier auf dem Pferd beim Überspringen eines Hindernisses. Und noch mit der Feldmütze, mit der Soutache oben. Interessant, passt ja zu der Reitvorschrift, die wir letztes Mal im Paket hatten. Dann übergebe ich dir diesmal, denn ich glaube, das passt zu dieser Mütze. Dann haben wir zu der Mütze die dazugehörige Offiziersbluse. Offizier ist das nicht. Kein Offizier? Und das ist doch nur... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also bei der Wehrmacht war ja... Mit einem war ja nur Schütze, mit zwei war Gefreiter. Mhm.
nicht so unser Themengebiet, aber vielleicht kommt da auch noch ein bisschen mehr in Zukunft. Also nicht speziell unser Themengebiet. Dann haben wir hier eine Feldbluse noch mit Etikett, also ungetragen, mit Binder. DDR-Polizei. Ja. Würde ich jetzt sagen. Wir haben noch eine NVA-Bluse. Grenztruppen der DDR. Ja, da steht es mir jetzt drauf. Mhm. Da ist mit die Schützenschnur. Frage, ist das schon, ist das noch vor der Herauslösung aus der NVA oder ist das danach? Weil in dem letzten Video haben wir ja auch gesagt, dass die NVA auch den Grenzschutz übernommen hat. Und da haben ja viele von euch kommentiert, dass das nicht korrekt ist. Das ist in den frühen Jahren der NVA noch korrekt. Allerdings später wurde die Grenztruppe dann aus der NVA ausgegliedert. Ja, wenn es wieder jemand besser weiß, immer her damit. Grenztruppen der DDR in Wolle. Oder Wollimitat. Imitat. Passend dazu ein Banner der Deutschen Demokratischen Republik zum aus dem Fenster hängen, wenn der 1. Mai wieder ist. Oder Tag der Republik, kann man sich das hier aus dem Fenster hängen. Ja, macht man sich bestimmt Freunde mit. Mhm. Passend zu den Uniformen noch die original verpackten Hemden. 3 Stück. In so einem Himmelblau. Auch wahrscheinlich auch in 3 verschiedenen Größen. Also es ist zugehörig zu den Blusen. Mhm. Und es gibt natürlich noch zu der Uniform die passenden Hosen. 3 komplette Uniformen. Und der Binder. Ach je, das ist ja noch der Binder. Der gehört auch noch zu einer der Uniformen. Hier haben wir ein NVA-Lederkoppel mit Koppelschloss. 2 Namen. Also hatte dieser Koppel anscheinend 2 Besitzer. Noch eine Bluse. Das ist aber Bundeswehr. Das ist Bundeswehr. Bundeswehr-Luftwaffe. Jetzt was, wozu ich was sagen kann. Eine Gasmaskendose mit Beriemung des Luftschutzes. Leider Stempel nicht mehr verfügbar. Aua. Und wie sich anfühlt, auch mit Füllung. Oh ja. Eine Gasmaske mit Filter in der Größe 2. Und der Filter ist der FE 41, auch gestempelt 1941. WWZ. Übrigens interessanterweise, das hier ist kein Gummi, sondern das ist Stoff mit kleinen Federn drin. Hier. Das merkst du auch, wenn du da... Hm. Da habe ich mal Quatsch erzählt. Da habe ich gesagt, das sind Gummibänder. Das ist aber nicht so. Hier die Klarscheiben oben drin. Man sieht auch, dass diese Dose mal schwarz war, wie sie eben bei Luftschutz und Feuerwehr standardmäßig war. Ja, wo die wahrscheinlich nachträglich feldkolorlackiert. Ja. Es ist auch nicht die standardmäßige frühe Dose, wie man sie kennt, mit diesem Verschluss. Weil die hätte ja diesen zusätzlichen Zier. Nee, nicht den Zier, sondern diese zusätzliche Schlaufe. Ja, genau. Bei den frühen. Dann machen wir die mal wieder rein. Ja. Sehr cool. Auch noch in sehr gutem Zustand. Und, wie gesagt, mit den Ersatzklarscheiben. Hatten wir in dem letzten Video schon mal ein spanisches SG-41. Aber in weitaus besserem Zustand. In besserem Zustand, aber wieder mit dieser etwas wilden Klinge. Hier ist auch noch ein Stempel drauf, Toledo. Ordentlicher Klopper. Und ich will jetzt nichts Schlechtes reden, aber von der Verarbeitung ist es auch eher spanisch als deutsch. Hasssprech. Hier haben wir... Die Red Flag. Große Red Flag. Ist aber nichts weiter drauf, ne? Nee, ist einfach nur eine Kommunistenfahne. Rote Fahne. Du bist dran. Ja. Ich sehe so schöne Sachen. Hier haben wir noch ein NVA-Lederkoppel mit, ist das Alu? Mhm. Mit Alu-Koppelschloss. Aber ganz anders als der hier. Der ist ja Hochglanz quasi. Genau, und der ist ja halt ein bisschen stumpf. Ja. Hat halt auch einen Namen drin, schwer leserlich. Noch einen Namen, also auch wieder mehrmals getragen. Ich sehe hier was. Was ich? Das ist was ganz was Feines. Eine originale Feldflasche der deutschen Wehrmacht mit Deckelchen und Beriemung. Leider ist die Beriemung schon sehr, sehr mitgenommen und hat auch hier unten schon diesen Nippel abgerissen. Hm. Aber vom Bezug her wirklich sehr gut. Also noch keine diese typischen Mottenlöcher oder Abrieb. Das also heißt, so wie, ich spoilere euch mal ein bisschen. Wir haben nämlich
Zwei Feldflaschen. Und hier ist halt eben der Mottenfraß sehr gut zu sehen. Dafür ist hier die Beriebung in einem sehr, sehr guten Zustand. Aber es ist tatsächlich... gerade über den guten Zustand gesprochen. Oh. Altes Leder. MKK 39 gestempelt. Und deine? Ich trau mich auch nicht. Aber was soll denn jetzt noch kaputt gehen? Da sieht man auch die unterschiedlichen Arten der Beriemung. Das ist hier diese typische Wehrmachtsberiemung des normalen Mannschafters. Hast du da mir rostet? Oh. Ja, pass mal auf, dass du das Ding nicht zerreißt. Nee, ich... Und hier haben wir eben... Auch der Haken sieht zivil aus und diese Knöpfe haben auch nicht die Windrose drauf. Ich finde allerdings keine Stempel. Eine ungestempelte Feldflasche mit einem mir unbekannten Haken und Riemensystem. Das könnte tatsächlich einfach eine nachkriegszivile Feldflasche sein oder Zwischenkrieg. Auch genietet hinten da, das ist ja schon untypisch. Untypisch und auch kein einziger Stempel drauf. Ja. Aber von der Bauart, von der Flasche her... Ähnlich WH. Wie WH. Wie WH. Absolut ähnlich. Noch mehr Gasmasken. Noch mehr Gasmasken. Oh, eine Kindergasmaske. Das ist eine Kindergasmaske. Kindervolksgasmaske. Ist auf jeden Fall ein cooles Ausstellungsstück. Hm. Weil auch Gasschutz für Kinder damals zu dem Zeitpunkt natürlich ein Thema war. Oder auch Luftschutz. Ne? Wenn die in den Luftschutzkeller sind, muss die glaube ich, auch teilweise aufsetzen. Ja. Also, warum ist diese Nase dran? Hat er das wirklich einen Zum Aufziehen. Ah ja, okay. Auf- und abziehen, einfach, um das zu erleichtern. Genau. Und das hier müsste ja dann eine, ach ja, die hat die Nase auch dran, eine Luftschutzmaske sein. Ja. Eine zivile Luftschutzmaske. Das, ne? das ist die Volksgasmaske. Oder so, genau. Also das ist die Volksgasmaske, die gab es in so einem Karton mit dem Filter und einem Beipackzettel. Und wie der Name schon sagt, war es eben... Die Maske fürs Volk, also das möglichst einfach, simple Produkt, um Gasschutz zu gewährleisten. Aus einem Teil Gummi gefertigt, ohne große Special-Beriemung und dies, das, Filter. Also es wurde auch durch den Filter ein- und ausgeatmet, was ja für Gasmasken also nicht typisch ist. Sondern meistens atmet man ja durch den Filter ein. Ach so. Und man hat hier unten ein Ventil und atmet dadurch wieder aus. Bei der Volksgasmaske ist das eben nicht so, sondern man atmet einfach die ganze Zeit durch diesen großen, flachen Filter. Hier ist ein kleines Gefäß und da sind verschiedene Sachen drin. Einmal haben wir hier eine originale HJ-Armbinde. Allerdings schon eine spätere Ausführung, wie mir scheint. Also nicht mehr gestickt, sondern nur noch gedruckt. Auch nur einseitig. Von innen, ich weiß nicht, ob die da gestempelt ist. Ich drehe die mal um. Nee. Also HJ-Armbinde, also Hitlerjugend, erkennt man eben daran, dass es Hakenkreuz nicht in einem Kreis ist, sondern im Viereck. Im Viereck und mit den durchgängigen weißen Strichen. Hier haben wir einen, wie es mir scheint, originalen Brustadler für die Wehrmachtsbluse in der BFO-Variante. Interessanterweise ganz anders gearbeitet als die Reproduktion. Ja, komplett anders. Weil, wer schon mal so einen Brustadler in Repro verarbeitet hat, der hat häufig das Problem, dass wenn man zu nah an dem Adler schneidet, dass es dann ausfranst. Und hier ist das anders gelöst, dass man theoretisch den kompletten Adler ausschneiden könnte, ohne dass ihr was franst. Also hier haben wir mal so eine Reproduktion und da sieht man, dass dieses Grau, was sozusagen vorne den Adler ergibt, hinten den kompletten Aufnäher hoch und runter geht, während es beim Original nur der Adler ist. Das heißt, wenn man jetzt hier reinschneidet, kann es sein, dass sich die Fäden vorne rausziehen und dann fangen die so an, so auszufransen. Das passiert bei den Originalen natürlich nicht. Und das ist natürlich. Das Problem habe ich ja bei meinem Dreiecksadler auf meiner M44, da franzt das auch schon so ein bisschen aus. Ja, und das passiert natürlich bei Originalen nicht. Ja. Das ist auch ganz anderes Material. Aber vom Adler her unterscheidet sich das jetzt nicht viel. Mhm. Aber einfach von der Machart. Hier haben wir ein Abzeichen, was mir gänzlich unbekannt ist, auch im Original. Und zwei Koppelschlösser. Beide entnazifiziert,
Also hier wurde Gott mit uns rausgeschliffen und der Adler, hinten sieht man ihn noch. Und vorne wurde ein Stern reingemacht. Das sind diese Koppelschlösser, die von der Roten Armee massenhaft erbeutet wurden. Wenn man sich schon mal mit der sowjetischen Ausrüstung beschäftigt hat, dann ist der Riemen von denen, das ist halt einfach nur ein Gürtel quasi, ein Ja. Stoffgürtel mit Lederverstärkung. Und da ist natürlich so ein schönes Koppelschloss Gold wert. Ja. Und Koppelring dazu. Und hier haben wir noch eins ehemalig von der Luftwaffe. Ist natürlich nichts mehr zu erkennen. Man erkennt in der Innenseite noch, was vorher mal drauf war. Und zwar ist das der typische Luftwaffenadler mit Hoheitsabzeichen zu der Zeit. Vorne ist es natürlich dann weggeschliffen oder gerade gedengelt. Wie auch immer ist das entnazifiziert. Aber original. Häufig wurde sowas natürlich auch gemacht, um das Koppelschloss Zivil zivil weiterzutragen. weiterzutragen, Ja. weil warum nicht? Beides Aluminium. Und dann haben wir hier noch Ordensbänder. Ich würde das auf Originale schätzen. Und dann sind hier noch für Knopflöcher so Ordensbänder. Die hat man sich an den Revers-Knopf gemacht. Und dann hat man hier noch so eine kleine Spange. Und hier ist nochmal mit Schwertern, auch fürs Knopfloch. Also ziemlich coole Originale. Vor allem so einen originalen Adler hatte ich noch nicht in der Hand. Ich kann die von Bildern und so, aber jetzt erklärt sich mir auch einiges, wieso eben die originale Art, das aufzubringen, bei Repos nicht so gut funktioniert. Einfach weil die anders gefertigt sind. Sollten sich vielleicht die Repo-Hersteller mal zu Herzen nehmen. Vielen Dank, Gordon, für dieses krasse Paket. Also da war ja alles dabei. Über alle Von Epochen. alle Epochen, Originale, Reproduktionen, Dänigsachen, Orden, Uniformen, Gasmasken, Russische Helme, Gewehre. Russisch, Deutsch, DDR, Sowjetisch, alles. Amerikanisch, also super, super cool. Wir werden das jetzt mal alles ein bisschen sortieren. Und wenn ihr uns auch was schicken wollt, dann blenden wir jetzt hier die Packstation-Adresse ein. Und wenn ihr natürlich aber auch so Sachen habt wie das jetzt, was nicht in eine Packstation passt, dann könnt ihr uns auch gerne auf Instagram oder Facebook oder per Mail schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.